Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr hier seht, sind wir am 180 Liter Aquarium und am 30 Liter Cube. Und ihr seht, die Scheibe ist mal wieder picobello geputzt. Pflanzen habe ich da vorne schon ein bisschen rausgerissen, da kommt noch mehr weg. Und ich lasse hier gerade frisches Wasser aus dem Wasserhahn rein, extra vor das Sieb zum Absaugen, damit die kleinen Fische nicht mit reingezogen werden. Ich muss aber auch schnell das Wasser ausmachen, weil es ist jetzt gerade fast voll. Und hier kippe ich gleich den Eimer noch mit rein, dann ist es auch wieder komplett gefüllt. Das Wichtige ist natürlich, vorher immer schön die Heizung auszustecken. Das vergesse ich nämlich jedes Mal aufs Neue. Deshalb habe ich an einem 800 Liter Aquarium, hier bin ich ja meistens bei, die sind ja irgendwann nur, ich sag mal, 2-3 Minuten auf dem Level und dann kommt frisches Wasser wieder rein und kann sie auch wieder hochheizen. Das Problem ist nämlich nur bei dem 800 Liter Aquarium zum Beispiel, da habe ich am Auslauf, das ist ja ein senkrechtes Rohr, Löcher gebohrt hinten drin, die rüberspritzen an die Heizung, damit die durch umspült wird und nicht überhitzt. Bei mir ist ja hier drin mit einem Video, wo ich mit euch hier zusammen gefilmt habe, ja leider die Heizung geplatzt. Die waren dann natürlich dementsprechend dann etwas hin. Ja, wie man hier sehen kann, das Aquarium hat sich super entwickelt. Ich habe euch ja oben die Pflanzen schon gezeigt, wie die hier oben aus dem Aquarium rausgucken. Und jetzt ist die Scheibe auch wieder sauber. Das wirkt direkt viel schöner, viel besser, muss ich ehrlich sagen. Hat ja letztens auch jemand in die Kommentare geschrieben, mach bitte vorher deine Scheibe sauber. Und auch der Wasserwechsel hat den saftbaren Restblendenz, wenn man die Farbe hier von dem Männchen sieht, richtig schön stimuliert. Hat richtig schön Farbe rausgebracht, der Kopf ist knallrot, die Schwanzflossen auch. Und das Bläuliche des Körpers schimmert auch super durch. Ja, auch die Apistogramma panduros hier, das Weibchen, sieht man echt, dass sie richtig schön Farbe bekommen haben. Das Männchen hat sich etwas verkrümelt. Es könnte sich irgendwo hier hinter befinden. Ich kann es aber leider nicht sehen. Es versteckt sich sehr gerne. Auch die Dornaugen hier hinten, die habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Die sind immer so verkrochen. Da unten ist auch eins drin in der Lücke. Ah, da ist noch ein bisschen Dreck auf der Scheibe. Und die Welse wachsen natürlich auch super. Ja, vielleicht sehen wir jetzt gleich das Männchen nochmal. Es hat sich irgendwo hier hinter verkrochen. Ist auf jeden Fall eben noch da, also es kann nicht weg sein. So, da ist das Apistogramma Panduro Männchen auch endlich wieder. Mein Hund begrüßt es gerade auch. Und auch er hat eine super Färbung bekommen. Die Kiemen sind auch nicht mehr so rot, also Nitratbelastung im Wasser ist auf jeden Fall wieder vollkommen in Ordnung. Ich habe gerade die Scheibe geputzt. Du bist eine Flocke. Ja, und hier haben wir den 30 Liter Cube. Da habe ich gerade noch ein bisschen Wasser reingekippt. Deshalb nicht wundern, ist noch ein bisschen betrübt und hier oben ist leicht beschlagen. Die Pastellgrundeln sind hier noch drin. Die kommen jetzt rüber ins andere Aquarium. Das mit dem 100 Liter Aquarium habe ich nicht geschafft und werde ich auch die nächsten Wochen nicht schaffen. Deshalb muss ich sie auf jeden Fall vorher umsetzen, bevor ich hier irgendwo zu lange warte. Sie wachsen hier drin zwar, aber es dauert halt wirklich, bis sie ein bisschen größer geworden sind. Natürlich geht es im größeren Aquarium auf jeden Fall schneller. Auch hier am 325 Liter Aquarium mache ich natürlich jetzt beim Wasserwechsel die Scheibe sauber. Ich habe ja hierzu meinen schönen JBL-T-Handy. Bin damit wirklich super zufrieden. Das ist der MK2, der kleine. Ich hätte gerne noch den großen, den muss ich mir nochmal bestellen, damit ich halt auch im 800 Liter Aquarium bei der 70 cm Aquariumhöhe bis unten dran komme. Sonst muss ich ja immer so Verrenkungen veranstalten und mich auf eine Leiter stellen oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht immer so prickelnd. Dadurch mache ich das dann lieber mit einem längeren Gerät. Ja. Hier oben ist ganz schön viel Wasser verdunstet und werde natürlich hier auch gleich einen Wasserwechsel machen. Wie ich letztes Mal im Video gesagt hatte, war hier der Nitratwert etwas arg hoch geworden. Gut, hatte natürlich auch ein paar Wochen keine Zeit, Wasserwechsel zu machen. Deshalb mache ich das natürlich jetzt einmal ordentlich 50% Wasser raus. Und dann messen wir nachher nochmal mit
dem JBL ProScan, den ich hier stehen habe. Den kennt ihr ja schon. Mittlerweile bin ich da eigentlich immer schon zufrieden gewesen. Ich habe jetzt, hier ist das ganze Paket, bin damit super zufrieden. Also die Werte haben bis jetzt immer gepasst. Also kleine Abweichungen sind normal, kann man halt elektronisch nicht so gut machen wie mit dem Prüfentest, aber die Werte sind so genau, dass es auf jeden Fall ausreicht, um irgendwelche Düngeanalysen zu machen und auch Wasserfett festzustellen und natürlich dann auch denn dementsprechend Wasser zu wechseln. Das Geräusch ist natürlich immer nicht so schön, aber man muss halt auch aufpassen, dass man eben nicht unbedingt die Scheibe verkratzt. Wobei das Aquarium hier ist ja von 2013 oder 14. Ich habe hier einen einzigen Kratzer auf der Scheibe und der kommt meines Erachtens von vorher. Also der war schon drin, wo ich das Aquarium bekommen habe. Habe es aber erst nachher beim Befüllen mit Wasser gesehen. Und deshalb habe ich halt leider zu spät gesehen und habe dann auch keine Reklamation gemacht. Aber der ist auch so klein, dass er einfach absolut nicht stört. Von daher ist das Ganze halb so wild. Ich glaube, der ist sogar hier unten irgendwo in der Ecke. Dadurch überhaupt gar kein Problem. So, jetzt habe ich jetzt Wasser hier einmal trüb gemacht mit den ganzen Algenresten. Wie ihr seht, die Scheibe ist wieder sauber und jetzt wird noch einmal Wasserwechsel gemacht. Das mache ich jetzt gleich im Anschluss, damit ich ja 50% auf jeden Fall rauslassen kann. Und jetzt gehen wir noch einmal zum 800 Liter Aquarium. Da habe ich gerade den Schlauch drin zum Wasser ablassen. Und hier das 800 Liter Aquarium. Wie ich eben sagte, bin ich hier auch am Wasser wechseln. Die Scheibe habe ich gerade eben mit dem Magneten einmal geputzt. Ja, auch zwei, drei Abdrücke vom Hund. Die müssen wir auch noch weggemacht werden. Aber ansonsten, die Anubia ist super gewachsen. Und die Vallisneria, wie ihr seht, wuchert wieder komplett durchs Aquarium. Von ganz links durch wieder bis zur Wurzel und hier vorne auch. Und verdrängt auch so ein bisschen die Rotala hier vorne. Die war hier oben komplett zugewachsen, die habe ich schon abgerissen. Und die alte Nantera hier vorne habe ich komplett weggenommen. Weil die einfach nur unschön war, wie man hier auch sehen kann. Die langen Stängel mit den zwei Blättern, die habe ich jetzt komplett rausgeschmissen. Und vor allem, weil die auch so extrem schnell wuchs und immer alles, ja, beschattet hat. Da unten ist der L177, der kleinere Weibchen. Das Männchen liegt da vorne. Müssten wirklich Männchen und Weibchen sein. Also könnte durchaus sein, dass hier irgendwann mal Jungtiere drin sind, was ich natürlich hoffen würde. Aber ansonsten, wie ihr seht, habe ich jetzt schon bestimmt 250 Liter Wasser raus, eher 300. Und die werde ich gleich eben noch reinlassen. Dafür brauche ich euch ja nicht mitnehmen und würde dann auch schon sagen, bis zum nächsten Mal.